Der uns sieben sieht, weiß, es ist sehr riskant. Ich vermute, wir sind nicht die Einzigen, die zusehen. Aber es muss getan werden, sonst ist die Brücke verloren. Niemand hat die Entstehung der Insel einkalkuliert. Das Aufeinanderprallen interdimensionaler Materie hätte auflösen und nicht verdrängen sollen. Jetzt, da ich es selbst erlebe, wird mir klar, dass es schon aufgrund der Kompression allein absolut nicht vermeidbar ist. Ich hoffe, dies hilft mir dabei, mich an alles zu erinnern. Ich hoffe inständig, dass ich nicht so verstumme wie andere vor mir. Bislang sieht es jedenfalls so aus. Die Dicker-Theorie war ein Erfolg. Ich, du, wir sind genau in dem Moment aus der Schleife raus, als sie sich ausbreitete. So wurde die Singularität angehalten und wir konnten die Geräte für den Übergang synchronisieren. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht bedacht, dass es für den Absprung notwendig war, dass in der Schleife selbst das Gerät gestartet wird. Deswegen konnte ich sie nicht verlassen. Aktiviere das Leuchtfeuer genau dann, wenn dieser Timer endet. Nur so dämmen wir den Abgrund ein. Wenn sie richtig liegen, wird es das Ende sein.